Hallo zusammen, heute mache ich dieses grandiose Tomahawk Steak im Opti-Grill und der Opti-Grill kommt heute leider an seine Grenzen. Das heißt, es klappt nicht ganz so perfekt wie erwartet, aber das Ergebnis war trotzdem perfekt. Hier haben wir dieses Tomahawk Steak, ist ungefähr ein Kilo, ich glaube 1,1 Kilo wiegt das Teil und es dürfte so ungefähr 6 cm dick sein. Deswegen wird es auf jeden Fall knapp, ob das im Opti-Grill klappt mit dem Steak-Programm. Da der Opti-Grill ja eigentlich nur bis 4 cm vorgesehen ist, könnte es natürlich knapp werden, aber ein bisschen mehr geht auf jeden Fall. Und so sieht das Tomahawk Steak jetzt ausgepackt aus und das sieht super aus, die Marmorierung ist klasse, tolle Qualität vom irischen Rind. Und nun schneide ich noch ein bisschen die dickeren Stellen weg hier, wo das Fett so rausragt. Und damit will ich zum einen erreichen, dass es gleichmäßig dick ist, aber zum anderen auch, dass der Opti-Grill die Dicke vielleicht im Steak-Programm doch annimmt. Den Opti-Grill habe ich jetzt vorgeheizt im Steak-Programm. Das ist der Opti-Grill XL, da passt das ganz gut rein. Und dann lege ich dieses wunderschöne Steak da einmal rein. Und ja, es wird jetzt schwierig, gerade weil der Knochen auch natürlich ein bisschen dicker ist und da hinten so quer ein bisschen rausragt aus dem Opti-Grill. Ganz kriegt man es leider nicht unter. Jetzt schließe ich den Opti-Grill, drücke nochmal ein bisschen drauf. Ah nein, das war ein Fehler. Keine gute Idee, der Knochen hat sich jetzt ein bisschen verkantet und das Ganze rausgeschoben. Also nochmal drauf, Deckel zu, diesmal nicht drauf drücken. Und leider musste ich jetzt feststellen, dass es dem Opti-Grill doch zu dick war, dieses Steak. Daher habe ich jetzt direkt den manuellen Modus Stufe Rot ausgewählt, um dann einfach die ersten 6 Minuten auf volle Pulle zu grillen und dann runterzuschalten. Und nach den 6 Minuten schalte ich dann den manuellen Modus runter. Ich habe ein Kernthermometer ins Fleisch gemacht, um dort einfach auf Nummer sicher zu gehen und damit ihr auch seht, wie lange das ungefähr braucht. So, manuelle Stufe gelb. Und wir sehen hier nach den 6 Minuten im manuellen Modus rot, sieht das schon ganz gut aus. Ich drehe das Steak jetzt nochmal ein bisschen, dass die Grillstreifen auch durchgängiger auf dem Fleisch sind. Das sieht am Ende besser aus. Was ich jetzt auch noch mache, ist, dass ich ein bisschen Butterschmalz oben drauf mache. Das hilft auch dazu, dass die Kruste sich schön bildet, dass es schön saftig bleibt. Ein bisschen Salz oben drauf. Dann Deckel einfach wieder zu. Und jetzt lassen wir das weiterlaufen im manuellen Modus gelb. Am Ende mache ich noch ein bisschen Rosmarin drauf, so kurz vor Schluss. So, dass es einfach nochmal 1-2 Minuten mit Rosmarin drauf grillt. Das nehme ich dann auch wieder raus. So habe ich nochmal ein bisschen Aroma dazu gekriegt. Und dann ist das Tomahawk bei der Kerntemperatur 58 Grad Medium angekommen. Jetzt nehme ich das raus und so hatte ich das jetzt 12 Minuten nochmal auf manuell gelb. Das heißt, insgesamt hat dieses Steak 18 Minuten im Opti-Grill gebraucht. Erst 6 Minuten auf voller Stufe und dann 12 Minuten auf manuelle Stufe gelb. Und ihr seht, die Röstaromen sind auf beiden Seiten schön vorhanden. Sieht wirklich super aus. Ein tolles Ergebnis, wenn man es sich so schon mal anschaut. Also ich finde, da kann der Opti-Grill mit einem richtigen Grill auf jeden Fall mithalten. Sieht doch bildhübsch aus, oder? Was sagt ihr dazu? Jetzt würze ich das Fleisch noch etwas. Salz obendrauf. Pfeffer kommt natürlich auch noch dazu. Da könnt ihr auf jeden Fall gut nochmal nachwürzen. Das ist natürlich ein sehr dickes Steak. Auch wenn ihr vorher gewürzt habt, dann werdet ihr auch nachwürzen müssen. Auch wenn ihr es aufschneidet, kann man immer noch ein bisschen was dazu machen. Und natürlich gebt ihr dem Fleisch jetzt genügend Zeit, damit sich die Säfte wieder schön verteilen können. Das Fleisch zieht sich nämlich immer nach dem Grillen noch zusammen und dementsprechend solltet ihr es nicht in den ersten Minuten direkt anschneiden. So, jetzt habe ich aber ein paar Minuten gewartet und kann jetzt den Anschnitt machen. Erstmal muss man beim Tomahawk allerdings den Knochen auslösen. Da schneidet ihr einfach hier einmal so am Knochen lang. Und man sieht schon jetzt, der Gargrad ist super. Und jetzt entferne ich auch dieses Küchengarn. Das solltet ihr einfach auch ordentlich machen. Ich glaube, hier habe ich es jetzt nicht ganz so ordentlich abgeschnitten. Aber egal, ich schneide das jetzt einmal in der Mitte durch, damit ihr den Gargrad mit mir bestauen könnt. Und schaut euch das an. Das sieht doch wunderbar aus. Also ich finde vom Gargrad perfekt Medium.
klasse. Also wirklich ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Sorry, da hängt noch ein Stück Küchengarn am Steak. Habe ich leider erst jetzt nachher gemerkt. So, dann schneide ich noch ein paar Tranchen raus. Und ich kann euch sagen, dieses Fleisch duftet mega lecker. Und wie schon erwähnt, salze ich es auch jetzt nochmal. Mache auch jetzt nochmal ein bisschen Pfeffer dran. Und dann muss ich das Ganze natürlich nur noch probieren. So, hier, ich zeige es euch einmal noch in der Nahaufnahme. Also das ist wirklich schön zart und schmeckt mega lecker. Also, der Opti-Grill ist leider gescheitert mit dem Grillprogramm, aber das Ergebnis wurde doch wirklich top. Daher kann man auf jeden Fall hinterfragen, ob das jetzt sinnvoll war, aber ich fand's lecker. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal, euer Opti-Griller. Macht's gut!